Alright, welcome back to the Ponya Doomsday! Okay, last episode we got him some pot, it seems. He looks at least happy, but we haven't talked to McChronicle yet, so let's try that. Psst! McChronicle! Dein Vater ist abgelenkt! Wir können los! Geh ohne mich. Er hat recht. Ich muss über meine Fehler nachdenken. Nein, hat er nicht. Es gibt Zeitanomalien. Ich weiß. Wir haben sie erzeugt und dadurch alles kaputt gemacht. Und dein Plan ist, ausgerechnet jetzt aufzugeben, wo alles am schlimmsten ist? Versteh doch, es ist immer am schlimmsten. Das hier ist keine Schleife. Es ist eine Abwärtsspirale. What? Okay. Er wird gleich viel entspannter. Das sollte meinen Handlungsspielraum deutlich vergrößert haben. Okay, can I just pick the keys? Ich wittere einen weiteren Schlüsselmoment. Persönlich bevorzuge ich ja diese Scheibe einwerfen und Klinke runterdrücken Momente. Aber man kann sich sowas nicht immer aussuchen. I think I already did that. It's a little bit since I last played. Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht, darf ich dann auch? klar. Yippie! What? Mir geht das so pidupi. Ich kann einfach nicht aufhören. Wo sind die Nikotin-Kaugummis, wenn man sie mal braucht? I think the gums wouldn't work there anymore. This is not your usual drug you're using. Oh god. Mir geht das so. Okay. Huh. Wenigstens scheint sich sein Hutmodegeschmack allmählich zu verbessern. Oh, you're still on about that? Ach, was ist denn heute mit dir los? Du klingst schon genauso verbohrt wie dein Vater. Na und? Er hat mit seinem Verhalten die Welt nicht an den Rand der Zerstörung gebracht. Er kann sie mit seinem Verhalten aber auch nicht retten. Ach, was ist denn heute mit dir los? Okay, so it just repeats itself over and over again. Let's see if I missed something. Ashtray. Sie hauen ja ganz schön rein. Der Tabak hat angefangen. Und dabei wollte ich doch nie wieder rauchen. Wo sind die Nikotin-Kaugummis? Okay, of course. Yeah, we got the keys, so we can go... We can in here? I think we can get in here now. Where's my... There it is. Use the key and getting this done. Something has to happen with the goat up there. Nice. Oha, das sieht mir schon ein wenig komplizierter aus. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Oh, you're sure about that? Es riecht nach Feta-Käse. Ein Profi-Wissenschaftler meines Schlages benötigt keine weiteren Anhaltspunkte, um zu wissen, was nun zu tun ist. And that is? Pull the lever? I don't think that's a good idea. Ikite bäh, das ist ja nur Altöl. Irgendwie hatte ich flüssige Bronze erwartet. Why? Es oh yeah, the Feta-Cheese. Solange der Tank leer ist, lässt sich da auch kein Druck aufbauen. Okay. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Hmm. Wow, we can go into the room, but there's nothing. Blackboard bin. Noch ist hier gar nichts im Eimer. Hmm. Shards of stained glass. Sie sind hübsch. Sie sind bunt und was noch wichtiger ist, sie sind kein Teil von irgendeinem dämlichen Mosaikpuzzle. Hmm. That's not what I wanted. So, where can I go? What can I do now with the new knowledge I have? Ah, ihr seid noch da! Natürlich, Herr Rufus. Immerhin sind wir hier einer epochemachenden Entdeckung auf der Spur. Außerdem stehen wieder Raudis mit Schrottballschlägern vorm Hörsaal. Die müssen warten. Wir machen nämlich eine Exkursion. Packt eure Sachen. Wir gehen jetzt ins Nachbargebäude. Danke, Hildebrain. Etwas deplatziert, gibt aber trotzdem ein Sternchen. Wow. Lässig. Beeindruckend, nicht wahr? Was ist es? Ich.
Nerdbird? Ein impulsgespeister Tachyonenfeldgenerator? Im Volksmund auch? Irgendjemand? Der Dicke vielleicht? Zeitportalmaschine? Zeitportalmaschine, genau. Denn sie erzeugt ein Zeitportal. Aber wohin? Nein. Na klar, die Zwischenzeit. Der türkise Tunnel, wie ihn die Experten bekanntlich nennen. Und jetzt die Masterfrage. Wie schaltet man das Ding ein? Einschalten? Aber... Na los, diskutiert miteinander. Das da vorne müsste der Tachyonentank sein. Die Milchflasche mit der Fahrradpumpe? Man bräuchte eine Substanz, die Tachyonen emittiert. Dem Geruch nach zu urteilen, war da mal Feta-Käse drin. Und man müsste die Düsen so justieren, dass sie sich auf die dünnste Stelle in der Raumzeit konzentrieren. Mit einer 4D-Brille könnte man so ein Portalpotenzial erkennen. 4D-Brille, Feta-Käse. Noch was? Sie haben doch nicht etwa vor, ein Portal in die Zwischenzeit zu öffnen, oder? Warum denn nicht? McChronicle hat gesagt, das sei zu gefährlich. Es könnte die gesamte Raumzeit perforieren. Ach, papalapap. Probieren geht über Studieren. Wer nichts probiert, kann nur verlieren. Kommt das in der Klausur? What? Okay. Wir erwarten Großes. Recht haben Sie. Ich werde Sie nicht enttäuschen. So, Kinder, es wird Zeit, den Stoff zu wiederholen. Was benötigt man noch? Oh, okay. So, I need cheese, and the cheese I think I get from the goat. So I have to get the goat down somehow. And the glass shards, can I use them somehow? What can I do? What is... Ah, one whittle after another. Hi, Goal. How's it going? Kommst du jetzt mit? Ich kann den Sinn darin nicht erkennen. War das ein Ja oder ein Nein? Dieser Stuhl beleidigt mein empfindliches Symmetrieverständnis. Hat doch jemand in meiner Klasse Kaugummi gekaut und mir nichts abgegeben, außer sein frisches Pausenbrot. Das hagelt Hausaufgaben. Okay, we got chewing gum. Let's give it to the dude with the child with the nicotine problem. Ist das ein Kaugummi? Oh, Junge, 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 Junge. Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Aber der Tabak ist so gut. So lecky, schmecky, fantastik, hecky. Ein Jammer. Wo sind die Nikotin-Kaugummis, wenn man sie mal braucht? What? Why can't I use this? Der Kaugummi ist schon viel zu alt. Und überhaupt, bunte Glasscherben mit Kaugummi kleben. Das ist doch total unrealistisch. You've got to say something about realism, man. Ach, was ist denn heute mit du klingst? Na und? Er hat mit seinem Verhalten die Welt... Er kann sie mit... Okay. Did I miss something here? Sie hauen ja ganz schön rein. Okay. I think that's a no. What happens if I pull the switch? Oh yeah, the goat is running then, okay. Goat. Das scheint das Unimaskottchen zu sein. In Fachkreisen nennt man sowas Boomerang Understatement. Why? I still think this must be here for some reason at least. So in there is nothing anymore. So, maybe I have to talk to them again. Und Schlag! Hab ich was getroffen? Nicht, solange du spielst, um zu gewinnen. Spiele, um gewinnen, schätzen zu lernen. Can I give you a gun? Stör ihn nicht, er muss sich... Schlägt er auch mal? Nicht! Stör ihn nicht, er... Schlägt er... Nicht! Ich behalte meine Sachen lieber lose überall im Mantel verteilt. So wird der Schaden minimiert, wenn wieder einmal Feuer ausbricht. Of course. Oh, stop that. I don't want that to do. And get to the tower, but
Wer ist... Läuft. Zwar nur bergab, aber läuft. Hey, ich habe das Gerüst gefunden. What? Dieses Achievement habe ich mir mehr als verdient. What? That is an Achievement? Alles wieder normal. In den üblichen Grenzen. So I can't take this with me. Come on, run faster. Ach, herrje. Can I give you a chewing gum? Der braucht keine Hilfe. Der schafft das ganz allein. Es hat doch bereits das alte Brot bekommen. Verwöhntes Biest. Okay, is there something else? I think I'm going to take a short cut here. Alright, I know now how to make a gum to a nicotine gum, and it's a ridiculous solution. Ich weiß nicht viel über die Herstellung von Nikotin-Kaugummis, aber ich habe einen Kaugummi und da ist Nikotin drin. Wird schon passen, oder? That's not how you build nicotine gums. Nikotinkaugummi? Oh, Junge, 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 Junge! Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Warte, ich setze nur meine Beißerchen kurz wieder ein. Fantastisch! Meister Pfifflochs Dentalkleber. Denn gibt es Schöneres im Leben, als wenn die Beißerchen gut kleben? Bei Benutzung Zähne unbedingt richtig herumhalten, ja. Okay, we have some glue. Now, more or less. Mir geht es so pitup. Okay, what can I do with this? Meister Pfiff, denn gibt bei Benutzung... I have no idea what I'm supposed to do with this. Oh, wait! Da ist es wieder. Das angenehme Gefühl klebriger Glasscherben in den Manteltaschen. Stained glass with denture glue. What? Da ist es wieder. Das angenehme Gefühl. What the? Can I now build the glasses with him? Wer kann mir sagen, was Schrott? Entweder das oder es ist... Nein, es ist Schrott. Sie ist ja auch noch nicht fertig. What? Oh, come on. I don't know. Why is it getting so hard every time? Hey, Finger! Oh, we just crack a joke. Willst du mal was Tolles sehen? Ja. Geht ja gar nicht. Oh, it's so mean. Stör ihn nicht. Schlägt er auch nicht? Okay, I think I have to break it again. Okay, I found a little bit more out what to do, more or less. So, yeah, here it is. I have to fill up the bucket with the oil from the bronze tap. And then, for some reason, I have to go up here and throw it down here. I have no idea how it ends up here. Oh! Now I can see it. There's a nest, there's the... I forgot the word. And it's in here. So, and what now will happen is that the goat will slip on it. Not on the first try, of course. She goes the back way. But if I switch it again... I have no idea how I get to those solutions. Man sollte diese Barbaren beim Ziegenschutzverbund anzeigen. Das arme Tier müsste längst wieder gemolken werden. Hey,
Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack. Das ist kein Trainingssack, sondern eine Ziege. Ha! Guter Versuch. Ich mag blind sein. Dafür funktionieren meine anderen Sinne umso besser. Ich kann den Raum hören, Gegenstände schmecken und ich rieche an deinem Gesichtsausdruck, dass du mich hinters Licht führen willst. Genau. Das war mein Gesichtsausdruck, nicht etwa das Chili von gestern. Und Schlag! Igitt, was ist das? Meine Schleimhäute schwellen an. Anaphylaktischer Schock. Das ist meine Ziegenhaarallergie. Meine Augen brennen. Igitt! Bravo! Du hast endlich etwas getroffen. Mein Komikzentrum. Wow, really? Das erinnert mich an meine kurze Karriere als Industriespion in den Schlonzer Wurstminen. Ich weiß immer noch nicht, wie meine Tarnung auffliegen konnte. What? When was that? Okay, so we have this and we combine it with this, I guess. Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Wow, that's a good analogy. Quadruple the Kino. The Cinema Entry. Ich präsentiere. Macht potenzielle. Täusche ich mich oder ist der Euter dieses Tieres in ein mysteriöses Licht getaucht? Wait, what the fuck? Täusche ich. Are you fucking kidding me? Can I put it on here too? Wer kann mir sagen, was das hier ist? Soll das etwa eine 4D-Brille sein? Es ist eine 4D-Brille. Ist das da buntes Fensterglas? Nicht anfassen. Das ist ein hochsensibles, wissenschaftliches... Ah. Ich sehe eine Art Ring. Das muss eine Stelle sein, an der die Dimensionsmembran zur Zwischenzeit besonders dünn ist. Nicht dünner als deine Herleitung, Nerdo. Genau, Hildi. Es ist inmitten der Maschine. Oh, cool. Dann müssen wir ja gar nichts mehr kalibrieren. Fortuna hat die Seiten gewechselt. Jetzt sind die Dummen vollends am Arsch. What? How? What? Great, I have the 4D glasses now. And what now? What am I supposed to do now? I need the bucket again. I need to milk her. I need cheese, man. Cheese. And a lot of other hey. Stuff. Wie ich schon... Was denkst du? Von meiner... Die behaupten... Aber wie, bitteschön, sollten Ziegen zu uns in den Unterwasserpalast oh, kommen? Oh no! Okay, dürfte ich dann... Na klar, aber sei vor... Wait, what? Oh, God damn it! I didn't know there was another dialogue. I just thought it would be... Okay, I have to redo this. Here we go. Hey, Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack. Wie ich schon sagte, das ist eine Ziege. Was denkst du, wo das Meckern herkommt? Von meiner Frau natürlich. Die behauptet auch immer, meine Sportgeräte seien Tiere. Nonnen oder Nachbarskinder. Aber wie bitteschön... Sollten Ziegen zu uns in den Unterwasserpalast kommen? Da bin ich überfragt. Okay, mal angenommen, es ist keine Ziege. Dürfte ich dann mal kurz euren Trainingssack melken? Na klar, bedien dich. Aber sei vorsichtig. Manchmal beißen sie. What? Feta cheese. You can't milk finished feta cheese out of the goat. I'm not believing that. Wer kann mir beantworten, warum es eine gute Idee ist, Feta-Käse in den Tank zu füllen? Bestimmt haben sie eine 4D-Brille gebaut und erkannt, dass der Käse Tachyon imitiert, richtig? Und dazu gleich die Anschlussfrage. Welche Farbe haben Tachyonen? Sie meint pink. Dann ist es bewiesen. Feta-Käse imitiert Tachyonen. Wait, did I actually show you this? I'm not entirely sure if I showed this.
Do I still have the 4D glasses? I think at least I can... There, I'm not sure if I showed this, but this is what's happening. Täusche ich mich, oder ist der Euter dieses Tieres in ein mysteriöses Licht getaucht? That's it, what they meant. So, Kinder, es wird Zeit, den Stoff zu wiederholen. Was benötigt man noch? Eigentlich haben wir alles zusammen. Oh, great, then I can do this. Alright, something will explode. Da! Das Portal ist offen! Aber es ist viel zu klein. Vielleicht ist noch nicht genug Druck auf den Tachyondüsen. Mehr Druck? Kein Problem. Ich bin der Oberdruckerzeugemeister. Au. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. How can... Daniel! Daniel! Schlimperdibix! Unter dem Teppich war ein weiteres Portalpotenzial versteckt. Was machen wir denn jetzt? Ja schon, aber ob das sicher ist... Ja, nichts. Probiert's. Kann nur verlieren. McChronicle. Die Tachyonen müssten sich im näheren Umfeld des Portals verteilt haben. Die Chance, dass sie ein Portal nach Kovac geöffnet haben, ist relativ hoch. Wie hoch ist hoch? Keine Ahnung. 1 zu 1000 vielleicht? Ist das gut? Relativ. Es ist die einzige Chance, die wir kriegen. Und dann eine mehr, als wir verdienen. Apropos, ich muss noch Kohl holen. Das heißt, der Sprung ins Ungewisse ohne garantierte Rückkehr muss warten? Nein, ich hole sie lieber sofort. Oh. You are great. You are really great. Cool. Wir haben es geschafft. Die Jungs und ich haben ein Zeitportal geöffnet. Bravo. Ach, sei doch nicht so. Ich hab doch gesagt, ich biege das wieder gerade. Und ich hab gesagt, verschwinde. Komm schon, Goal. Setz den Hut ab und... Hey, Finger weg. Ich verstehe ja deinen Standpunkt. Immerhin war dein Puppentheater mit den Schnabeltieren nicht gerade subtil. Puppentheater? Ach das, ja, das war Absicht. Aber schau sie dir an. Sie sind beide gefangen, ohne jede Hoffnung. Ich werde nie aus meinem Hamsterrad entkommen. Moment, du denkst, du bist das Schnabeltier im Hamsterrad? Natürlich. Es ist ganz eindeutig das Weibchen. Schau hin, sieh. Ich wusste es. Es gibt Hoffnung. Du hast recht. Es ist das Männchen. Wenigstens ist sie jetzt frei. Ja. Wow, schau nur, wie sie sich freut. Die fängt sich schon wieder. Andererseits, man sollte Metaphern auch nicht überstrapazieren. Seriously? Oh, come on. Was ist das? Hey, gib das her. Wann hast du das denn gemacht? Als du dich auf dem Jahrmarkt rumgetrieben hast. Na und? Damit bist du durch den Lavomat gekommen? Irgendwer musste ja dafür sorgen, dass es weitergeht. Aber warum bist du denn überhaupt so wütend? Weil wir nicht zusammen auf dem Foto sind? Nein, weil wir es sind. Die Momentaufnahme einer Illusion. Oder denkst du, wir werden das Bild am Ende des Tages in unser Fotoalbum kleben? Das alles hier muss doch letztlich wieder rückgängig gemacht werden, damit wir die Welt retten. Damit es keine Fuelogs auf Elysium gibt. So ist es doch, oder? Nein, ist es nicht. Dann sag mir eine Sache, die von unserem Abenteuer übrig bleiben wird. Wenn du das schaffst, komme ich gerne mit. Ha, easy. Am Ende ist es doch immer die eine Sache, die übrig bleibt. Da, schau hin. Der Kitsch. Die Hoffnung. Egal, lass uns los. What? Was zum... Was ist denn jetzt los? Das sieht aus wie diese Zwischenzeit, die wir mit dem Timepod durchquert haben.
Aber wo kommt die Stadt her? Und wo sind Goal und McChronicle? Die sind doch direkt vor mir durchs Portal gesprungen. Hey, Fulok! Verschwinde von meiner Veranda! Ah, ein Eingeborener. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? In meinem Rübenbeet! Moment, kenne ich dich nicht? Du bist doch Drüso, der Romantic Ninja. Bloß in alt und hässlich. Wie ist das nur möglich? Willst du dir hier um jeden Preis ein Loch in den Bauch fragen? Du meinst, ob ich dir ein Loch in den Bauch fragen will, oder? Nicht, wenn ich die Flinte richtig rumhalte. Oh. What? What even happened in the last scene? I really need to save them for myself again. This was so sudden and so fast. Okay, let's talk to him. Gewissensbisse wären hier komplett fehl am Platz. Immerhin ist doch ein ganz passabler Bursche aus ihm geworden. Er kann bestimmt toll pfeifen. Und ich find's gut, was er mit seinen Haaren gemacht hat. Ein Schritt mehr und ich blas dir die Rübe weg. Aber Drüso, ich bin's doch. Professor Rufus, läutet denn da gar nichts? Professor Rufus? Ja genau. Das war doch der Typ, dem ich das alles hier zu verdanken habe. Jahrelang nur Schrottkrabben und Milben. Was ist mit dem? Ich habe ihn getötet. Gut gemacht. Und jetzt verschwinde aus meinem Vorgarten. Ist ja schon gut. Okay, so the time goes faster down here. Wo zum Schneider bin ich hier nur gelandet? Hast du dich verlaufen, Fremder? Dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage. Mein fotografischer Orientierungssinn sagt mir immer, wo ich bin, ob ich will oder nicht. Nur mit dem Wann hapert's in letzter Zeit. Wann spielt hier keine Rolle. Du bist in der Zwischenzeit. Ein Raum längsseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, schon klar. Ich wollte eigentlich verderblichem Essen sagen. Sowas wie eine Zukunft haben wir hier nicht. Gerüchteweise soll es irgendwann mal eine gegeben haben. Das Portalbauamt gräbt am Boden der Zwischenzeit danach. Aber wenn du mich fragst, ist das neumodischer Unsinn. Keine Zukunft. Vorhin sind hier zwei andere Neuankömmlinge vorbeigekommen. Die haben auch nach der Zukunft gefragt. Vielleicht Freunde von dir? Unmöglich. Die waren doch eben noch bei mir. Außerhalb vielleicht. Hier in der Zwischenzeit ticken die Uhren ein bisschen anders. Sie haben auch ein paar Zeiger mehr, wie ich sehe. Tja, willkommen in Paradox City. Mein Name ist Rocco McChronicle. Wenn du Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Rufus. Und ich hätte da tatsächlich ein paar. Rocco Mac, was zum Kuckuck? Okay. I think I'm gonna leave this episode right here, cause there will be a lot of dialogue coming out of this guy now, and yeah, I can't fit it all in the video again, and I hit my limit, or I will hit my limit pretty soon. So, thank you so much for watching. Leave a like. Thanks so much for watching. If you like the video, give it a like with a thumbs up, and I will hopefully see you in the next episode. Stay tuned.